Vom Erz zum Eisen. So lautet der interessante Titel des Schulprojekts 2017 der 2. und 3. Klasse der neuen Mittelschule in Weißenbach. Was erwartet uns bei diesem Projekt? Wir tauchen in die Welt unserer Vorfahren ein und lernen alte Berufe wie einen Prospektor oder den Schmied kennen. Wir sehen, wie ein sogenannter Rennofen aufgebaut wird und in einen Rennversuch, das heißt, es wird versucht, wie nach einer 1000 Jahre alten Methode Eisen aus Erz zu erschmelzen. Und hier sind unsere Hauptdarsteller, die Schüler und Schülerinnen der 2. und 3. Klasse der neuen Mittelschule Weißenbach. Hallo, ich bin der Valentin. Hallo, ich heiße Matteo. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Marc. Ich bin der Fabian. Ich bin der Luke. Hallo, ich bin der Daniel. Hallo, ich bin die Emily. Ich bin die Anna. Hallo, ich bin die Marie. Hallo, wir sind Leonie und Melanie. Ich bin Benji. Ich bin die Resi. Ich bin die Xandi. Ich bin die Cora. Ich bin die Nathalie. Mein Name ist Ralf. Hallo, ich bin die Fiona. Ich bin der Mesa. Ich bin der Tobias. Ich bin der Nika. Und ich bin der René. Ich bin Elisa. Ich bin die Zarina. Ich bin Michelle. Ich bin der Gerold. Ich bin der Laurent. Ich bin die Janine. Ich bin der Franzi Schober. Ich bin der Lukas Halsmeier. Ich bin die Laura Herrmann. Ich bin die Tamara. Ich bin der Chrissi. Hallo, ich bin Sebastian. Ich bin der Flo. In den weiteren Rollen sehen Sie die Eisenwurzen, die Wurzel des Eisens. Alleine der Name verrät viel über ein Gebiet im Dreiländereck Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich. Der steirische Erzberg war das Zentrum der Eisenwurzen und das Zentrum der österreichischen Eisenerzförderung. Entlang der Bäche und Flüsse entstand eine rege und vor allem wirtschaftlich wichtige Eisenindustrie. Das in den Schmelzöfen erschmolzene Roheisen wurde in Form von sogenannten Masseln, das sind Eisenbahnen mit einem Gewicht von rund 150 Kilo, zu den weiterverarbeitenden Hammerwerken transportiert. In dem vom monotonen Klang der Hämmer durch flutenden Tälern wurde dann in Schmieden die wichtigen Dinge des alltäglichen Lebens gefertigt. Aber nicht nur in den großen Eisenabbaugebieten wie dem steirischen Erzberg oder dem Hüttenberger Erzberg in Kärnten wurde nach dem begehrten Eisenerz geschürft, sondern auch in den kleinen, wie in den zum Teil fern jeder Zivilisation entlegenen Bergen und Tälern der Eisenwurzen. Die verborgenen Schätze der Erde mussten aber erst gefunden werden. Darum zogen in dunkler Zeit Menschen aus, um nach dem wertvollen Bodenschatz zu suchen. Prospektoren, diese kundigen Menschen, achteten dabei auf alle Auffälligkeiten. Am Pflanzenbewuchs, der Bodenfärbung, dem Wasserfluss und vielen anderen Faktoren erkannten die Prospektoren, ob es sich um ein höfiges, das heißt ein Gebiet mit vielversprechender Erzausbeute handelt. Thank you.
Diese Vorerkundung des Gelände, auch Reconnaissance genannt, dauerte je nach orthografischer Gegebenheit oft viele Jahre. Viel früher wurden aber andere Rohstoffe abgebaut. Dabei spielte Kupfer eine wichtige Rolle. Die Anfänge waren vor etwa 3.500, 4.000 Jahren vor unserer Zeit. Aber was ist abgebaut worden? In der Bronzezeit ist klarerweise Kupfer abgebaut worden. In dem Grünen, da dahinter verbirgt sich, das ist oxidierter Kupferkies. Im Übrigen, das heißt Malachit. Das Blaue, Azura, ist der Azurit. Das ist eigentlich ein Fallerz drinnen und das ist also nicht Kupferkies, sondern Fallerz. Aber aus beiden wurde Kupfer gewonnen und zwar in der Bronzezeit. Unter mühsamsten Bedingungen. Wir haben sehr viele Hinweise, besonders in Jonsbach, in der Radma, in Eisenerz weniger. Und was hat man aus diesem Kupfer gemacht? Man hat es legiert mit Zinn und hat dann daraus die berühmte Bronze gemacht. 1.500 Jahre später sind die Slawen gekommen, 700, die sagenhafte Gründung des Erzberges 712, könnte slawisch gewesen sein, würde passen, so genau wissen wir es nicht. Aber tatsächlich sind dann nachher Franken und Bayern eingewandert, die Bevölkerung, deren Nachkommen wir da sind, und die haben noch Eisen gesucht. Eisenstein, Siderit heißt es manchmal, FeCO3, in verschiedensten Ausformungen, das ist vom Erzberg zum Beispiel. Das ist der normale Siderit, der zeigt sich schön braun, wenn er oxidiert, also ganz normaler Rost. Das wäre dann der Limonit. Oder es geht auch ganz dunkel hier in diesem Fallerz drinnen. Das ist auch, findet man gewisse Bergwerkslinsen. Die größte Abbaustätte Mitteleuropas, zumindest Österreichs, ist nach wie vor der Erzberg und hat bis heute noch dauert es fort. Waldeisen. So nannte man abwertend alles Erz, welches nicht an den großen Erzbergen abgebaut wurde. Und es war der besondere Wert des Eisens, der die Menschen in die Urwälder zog, um das Erz mühevoll zu fördern. Unter großen Anstrengungen wurde das Erz vom Fundort dann zu Sammelstellen gebracht. Diese Orte befanden sich oft nicht weit von den Schürfstellen entfernt, um diese mühevollen Transportwege so kurz wie möglich zu halten. Hier wurde das Erz nun für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Aufbereitung nannte man im weitesten Sinne diesen Arbeitsschritt. Es wurde von Erde und anderen Verunreinigungen befreit,
Dieser Arbeitsschritt erfolgte meist in den kalten Gebirgswässern, die von den Bergen den größeren Flüssen zustrebten. Das Erzwaschen wurde in der Regel von Kindern und Frauen getätigt, die dabei oft den ganzen Tag in den kalten Schneewässern verbringen mussten. Kinder spielten auch im Dorfleben eine wichtige Rolle. Wo immer es nötig war, musste fleißig angepackt werden. Ob beim Brennholz oder beim Kräutersammeln, immer war die Mithilfe der jungen Menschen gefragt. Viele Erfahrungswerte für den Bau von historischen Rennöfen gingen im Laufe der Jahrhunderte verloren. Erfahrungswerte, welche erst in zahlreichen Versuchen wiederentdeckt, wiedererlernt werden mussten. Jeder Schmelzversuch stellt daher eine große Herausforderung dar. Mit Ziegeln wird die sogenannte Ofenbrust ausgespart. Hier wird später die Düse des Blasebalgs angebracht. Diese Düse wird den Ofen mit genügend Sauerstoff versorgen, um die nötigen Temperaturen zu erzielen und um die thermisch-chemische Reaktion in Gang zu bringen. Aus Lehm und Stroh als verbindendes Material werden Lehmziegel geformt. Diese Lehmziegel lassen ein höchsttechnisches Meisterwerk entstehen, welches in den Grundfunktionen bis in die heutige moderne Zeit als Vorbild für alle Schmelzöfen dient.
Nach einer Trocknungsphase wird nun mittels Feuersetzen die letzte Feuchtigkeit aus der Lehmkonstruktion getrieben. Endlich steht der Rennofen bereit, um das begehrte Metall zu erschmelzen. Meister Scheiblechen entzündet den Rennofen. Mit Holzkohle wird der Ofen behutsam auf Temperatur gebracht. Hält der Ton? Wird die Hitze der Glut ausreichen, um das Erz aus dem Gestein zu lösen? Das wird sich erst in vielen Stunden weisen. Wir haben gestern den Ofen aufgebaut. Heute in der Früh haben wir die Ofenbrust zugemauert, Düsen eingesetzt und dann gleich weggefahren. Das war um 6 Uhr in der Früh und um 8 Uhr in etwa haben wir dann den Ofen abgelassen und das erste Mal Erz gesetzt haben wir dann um 9 Uhr. Das heißt, wir haben 20 Decker Eisenerz und 20 Decker Holzkohlen, immer wechselweise eingesetzt. Und wenn das Eisenerz dann ansinkt vom Ofenschacht oben, bereits nach 30 cm hat es in etwa eine Temperatur von 760 Grad. Und da wird das Eisen bereits magnetisch. Wenn die Temperatur, wenn es weiter oben sinkt, steigt die Temperatur. Bei 900 Grad verliert es den Magnetismus wieder. Und auf der Höhe der Düsen haben wir in etwa am Anfang eine Temperatur gehabt von 1000 Grad. Und langsam ist die dann aufgestiegen, so auf 1200 bis 1400 Grad. Und in dem Temperaturbereich erreicht man das O2-Gleichgewicht, wo sich die Gase und auch das Eisenerz, sage ich mal, gleichmäßig im Ofen verteilen. Und es kommt bei der Temperatur zur Schmelze, wo das Eisenerz aufschmilzt und gleichzeitig auch die Schlacke sich bildet. Die Schlacke sinkt dann weiter ab, das Eisen bleibt oberhalb in dem kleinen Aggregat und wir fahren jetzt so lang, bis die Düsen zugewachsen ist und dann kommt der Abstich. Beim Abstich wird die Ofenbrust aufgestoßen, die Düse entfernt und die Lupe dann entnommen. Nachdem der Ofen nun entzündet wurde, wird abwechselnd Erz und Holzkohle von oben in den Schacht geschüttet. Dieser Schachtofen, auch so eine gebräuchliche Bezeichnung, wird bei diesem Schmelzvorgang in den nächsten 8 bis 10 Stunden rund 20 Kilo Erz und 80 Kilo Holzkohle verschlingen, um am Ende das begehrte Stück Roheisen zu erhalten. Durchhaltevermögen ist für die Bedienung des Blasebalgs gefragt. Stundenlang muss für die nötige Luftzufuhr, den sogenannten Wind, am Ofen gesorgt werden. Seit vielen Stunden brennt nun der Ofen schon. Der Lehm hat gehalten. Immer noch werden abwechselnd Kohle und Erz in den Schacht des Ofens gefüllt. Nach und nach sinkt nun das Erz in die rund 1300 Grad heiße Schmelzzone am Grund des Ofens. Hier tief im Inneren kommt nun der dritte Stoff neben Erz und Kohle zur Geltung, der zur Eisenerzeugung unumgänglich ist. Sauerstoff aus der Luft, die durch den Blasbalg unermüdlich in das Innere des Ofens geblasen wird. Dieser Luftsauerstoff umschließt die Holzkohle, dadurch kommt es zur Verbrennung. Gleichzeitig reagieren der Sauerstoff und der Kohlenstoff der Holzkohle. Das entstandene Kohlenmonoxid steigt nach oben und reagiert mit dem Eisenerz. Dem Eisenoxid wird nun der Sauerstoff entzogen und dieser Sauerstoff verbindet sich mit dem Kohlenmonoxid zu Kohlenstoffdioxid, welches weiter nach oben steigt und als hellblaue Flamme verbrennt.
Nun ist der große Moment gekommen. Nach scheinbar endlosen abwechselnden Befüllen von Erz und Kohle hat sich die Roheisenlupe am Boden des Ofens abgelagert. Jetzt öffnet Meister Scheiblechner die Ofenbrust. Er bricht sie auf, so der Fachausdruck, und ein erstes Mal kann man das hellglühende Roheisenstück erahnen. War der Prozess erfolgreich? Ja, war. Dieser noch glühende Klumpen ist das erschmolzene Eisen, die Lupe. Diese erfolgreiche Projektwoche der neuen Mittelschule Weißenbach sollte den jungen Menschen einen kleinen Einblick in die Geschichte der Region geben. Einen Einblick in das oft beschwerliche Leben der Vorfahren. Aber auch Teamwork und Zusammenhalt wurde in dieser Projektwoche vermittelt. Und, ja, irgendwas stand da noch an. Got you on my mind.